Hi Leute, zum neuen Follow My Weekend. Ich melde mich zurück und the struggle is real. Am Montag ist die Fashion Week, wo ich sein werde und ich probiere gerade meine Outfits an. Und ich finde einfach nichts. Ja, also dieses Wochenende dreht sich, glaube ich, nur um die Fashion Week, denn morgen muss ich meine ganzen Sachen packen und auch noch ein paar Videos vordrehen. Meine Fingernägel? Bitte schreibt in die Kommentare, wie ihr sie findet. Oh mein Gott, das ist momentan so ein Zerreißen in meinen Kommentaren, was ich so lustig finde. Auf jeden Fall sind die schon fertig, zum Glück, ganz schwarz. Und ja, wie gesagt, das ist eine Variante meines Oberteils. Ich bin mir aber noch nicht sicher, weil mein Bauch jetzt nicht so geil ist, dass ich das tragen kann. Ja, meine Schuhe, die stehen hier unten. Ich weiß halt auch noch nicht, ob ich beige anziehen soll, die sind von New Look. Oder ob ich rote anziehen soll, die sind von Boohoo. Je nachdem, was ich halt dann für ein Oberteil trage. Und es schneit gerade. Könnt ihr das sehen? I'm not sure. Aber es schneit gerade wieder und das finde ich ziemlich cool, denn Flori liegt im Bettchen. Den können wir mal ganz kurz besuchen. Na, Schatz? Ja, what are you doing? I'm doing my website. You are doing your website. Yes, I'm doing my website. Okay. Ich drehe jetzt erstmal noch ein Video. Und dann haben wir nämlich vor, nochmal spazieren zu gehen an der Nordseeküste, weil letztes Wochenende mit Tara und so hat das so Spaß gemacht mit dem Flow, der war ja auch dabei. Und von daher wollen wir da nochmal hingehen. Aber jetzt wird erstmal ein Video gedreht und ich würde sagen, viel Spaß beim neuen Follow My Weekend. So. Und jetzt sitze ich hier, ich habe das Video abgedreht und mir gleich mal einen anderen Pulli angezogen. Das ist irgendwie immer so typisch bei mir. Esse ein bisschen was und bearbeite jetzt auf jeden Fall meine nächsten zwei Videos schon. Ich habe nämlich zwei Stück gedreht, welche werdet ihr dann demnächst auf meinem Kanal sehen. Ja, und so viel auf jeden Fall dazu. Hum, hum, hum. Und... Ich dachte, ich habe schon alles für die Fashion Week. Nein, ich habe schwarzen Nagellack für meine Fußnägel vergessen. Und ich finde mein Zuhause irgendwie nicht mehr. Und muss jetzt nochmal gleich zu Rossmann los. Da habe ich richtig Bock drauf. Nicht. Haben wir alles? Wir brauchen noch einen Handwärmer. Das gibt es bestimmt irgendwo hier. Ich will nämlich für... Fußwohl. Oh, guck mal, hier sind sogar Nagellacke extra. Nee. Ich will nämlich für die Fashion Week unbedingt Handwärmer haben, weil es, glaube ich, mega kalt da wird. Brauche ich hiervon noch irgendwas? Nö, ne? Ja gut, eigentlich waren wir zu Besuch bei meinem Bruder und haben gesagt, wir müssen eben ganz kurz zu Rossmann, weil ich für Montag noch schwarzen Nagellack für die Fashion Week brauchte, weil ich habe schwarze Fingernägel, meine Fußnägel sind nicht lackiert und ich hatte irgendwie keinen schwarzen matten Nagellack mehr zu Hause. Meinten wir, ja, wir fahren eben wirklich ganz, ganz schnell nur dahin. Und Flo und ich gerade so, ja, eigentlich haben wir noch Hunger. Jetzt fahren wir einfach noch zu Subway. Habt ihr eigentlich so einen Lieblings-Sub? Ich habe ja irgendwie immer so... Sub des Tages. Ja, du nimmst immer Sub des Tages, sparen, ne? Sparen. Also ich weiß nicht. Ich habe irgendwie halt dann auch meistens immer den Sub des Tages, weil mir alles da eigentlich gut schmeckt. Aber immer die gleiche Soße, immer das gleiche Gemüse, alles. Ist es bei euch auch so? Ich muss euch meinen gleich mal zeigen. Also wie schon gerade gesagt, ich habe immer einen Sub des Tages mit so einem Flatbread und dann immer alles einfach. Also wirklich alles. Und eine scharfe Soße. Mmh, lecker. Wuhu, es schneit. Hey, wie cool ist das denn? Yay. Flo, hör auf. Oh, das ist scheiße kalt. Guck mal, wie das so schneit ist. Oh. Flo, warum machst du das? Hör auf. Aua. Oh, ich bin verwundert. Au! Flo, was soll das? Okay, die Rache folgt. Die Rache folgt. Okay, es ist scheiße kalt, aber schaut mal. Es schneit! Und jetzt erstmal schnell ins Auto. Und es ist schon spät und ich bearbeite jetzt gleich nur noch mein Video. So, bei dem Schneesturm hier kommt Flo und ich jetzt gerade auf die Idee, dass wir jetzt auf so einem verlassenen Parkplatz fahren und so ein bisschen driften. Und ich habe richtig Schiss und ich hoffe, das geht gut. Ah! Oh! Ich bin mit dem Kopf da mal gegen. Okay, ihr könnt das hier draußen sehen. Oh, ich hasse sowas eigentlich, ne? Aber hier sind die Laternen und ich habe voll Schiss, dass das schief geht. Wow!
Ich hätte mal richtig Bock auf so ein Racing-Ding da zu gehen, weißt du? Wo so zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwelche Formel-1-Fahrer fahren und du im Auto mitsitzt, weißt du? Wir haben jetzt hier Konkurrenz und so. Komm, noch einmal driften. Vorsicht, da ist eine Laterne. Wow. Oh, schau mal, voll schön. Alles voller Schnee und die Straße ist noch so gut wie umgerührt. Ich liebe sowas. Ich finde, das sieht richtig, richtig schön aus. Ich würde ja fast sagen, guten Morgen zum nächsten Tag. Aber es ist schon wieder abends und zwar 10 vor 8. Ich habe es einfach nicht geschafft, heute zu filmen, weil heute so ein Familientag war und wir haben das Patenkind von meiner Mama besucht und ja, da habe ich irgendwie vergessen zu filmen. Aber ich bin jetzt gerade an meinem PC und wollte gleich auch noch ein paar Videos für euch drehen. Ich muss auch immer noch, oh mein Gott, Videos. Nein, was habe ich gerade gesagt? Also ich muss jetzt gleich noch Videos drehen und jetzt habe ich aber gerade eins für euch hochgeladen oder auch schon viel länger. Und zwar, ich werde 20. Und das ist mein Wunschlisten-Video. Weil euch das Xmas-Video zu meinen Wünschen so gut gefallen hat, habe ich jetzt halt auch nochmal das gedreht. Und ich beantworte jetzt gerade die ganze Zeit die Kommentare dazu. Also hier seht ihr es. Und ich freue mich wieder sehr, was ihr so alles schreibt. Und es ist so krass, weil irgendwie so unglaublich viele am 27. Geburtstag haben oder am 29. Und alle jetzt irgendwie schreiben Hashtag Wassermann. Das finde ich total witzig. Und ja. Das beantworte ich jetzt gerade ein bisschen und gleich drehe ich noch was und da zeige ich euch dann mal wieder so, wie das Ganze aussieht, weil es hat sich mal wieder etwas verändert. Ja, und das war es dann auch schon fast heute. Ich muss noch meinen Kopf verpacken. Ja, das darf ich nicht vergessen. Ich schiebe es die ganze Zeit auf, aber ich darf das nicht morgen machen, weil sonst habe ich keine Zeit mehr für gar nichts, weil morgen geht es dann nämlich schon um 10:45 los nach Berlin. Okay, Planänderung. Ich bin irgendwie zu kaputt. Und mein Koffer ist schon fast fertig gepackt. Also, naja, was heißt fast fertig? Aber er sieht halt so aus und ja, ne? Passt auf jeden Fall. Und was steht heute noch an? Eigentlich nichts mehr. Flo ist gerade gekommen und ich habe ihm gerade die Augenbrauen gezupft. Ja, und deshalb denke ich, wird auch heute nichts mehr passieren. Also, ich mache jetzt noch ein bisschen Schreibkram am PC. Bin mega müde und würde mich deshalb jetzt, glaube ich, schon verabschieden. Ja, ich glaube, das ist das Beste für uns alle. Und deswegen würde ich sagen, ich würde mich freuen, wenn ihr bei meinen zwei letzten Videos vorbeischaut. Und seid gespannt, denn nächste Woche wird dann ein Fashion Week Vlog online kommen. Also ihr werdet mit Vlogs zugeballert. Und ja, würde jetzt sagen, habt einen schönen Wochenstart. Naja, nicht mehr ganz schön Mitte der Woche. Und ich habe euch ganz doll lieb und bis dann. Tschüss.